bitte Abstand halten. Also, Corona hat noch diese chinesische Tempel, wo es viel zu essen gibt, All-You-Can-Eat-Tempel erlebt, aber wohl nicht überlebt. War hier Wasser drin, vermutlich. Hier so schöne rote Sitzecken. Und ansonsten viele Stühle und Tische. Und hier gab es das chinesische Buffet. Mit allen möglichen tollen, fettigen Speisen. Ab und zu mal kann man das essen. Schmeckt wirklich lecker, wenn man es mag. Und für große Familien oder besondere Gäste gab es auch noch hier einen runden Tisch. Mit einer Platte, die man vermutlich drehen kann. Nein, die lässt sich nicht drehen. Viel Deko. Also Bilder. Hier war die Küche. Man riecht noch das Fett. Ja. Küche ist nicht mehr da. Ich denke, die Küche ist auch nicht so interessant. Wobei, wenn sie vollständig ist, ist auch nicht schlecht anzuschauen. Ich bin auch so ein Nebenraum. Hier war vermutlich ein Fernseher. Hier ein sehr schönes Bild. Das gefällt mir. So, hier gab es auch eine große Ecke mit vielen Stühlen und Tischen und schönen Bildern. So, werfen wir noch einen Blick auf die Toiletten. Und hier ein Raum, wo der normale Gast eigentlich nicht reinkommt. Und hier gibt es auch nichts zu sehen. Aber wir schauen trotzdem rein. Ja, hier gibt es alte Stühle. Ja, das wurde als Lagerraum benutzt. Und hier gibt es auch noch solche Sitzecken. Ersatzecken oder kaputte Ecken ausgetauscht worden. Und hier geht es auch, denke mal, Richtung Küche. Personaltoiletten. Duschen und für die Mitarbeiter. So, hier
da noch ein Raum. Genau, das ist hier der Kühlraum und hier die Küche. Und dann haben wir alles gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein kurzes Video. Es gibt hier nicht so viel zu sehen. Aber interessant fand ich es trotzdem. Sag mal dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.